Ich singe jetzt die Zuhälterballade. Ein Publikum zu unterfordern ist die größere Sünde, als es nicht zu unterfordern. Die Leute stimmen selten sofort ins Theater. Ja? Die muss man immer verführen. Das Volkstheater für mich ist große Familie, eigentlich Inbegriff meines Lebens geworden. Wir haben uns alle dafür entschieden, jeder, der da anfängt, weiß, wir sind ein privates Haus. Wir müssen um alles mehr kämpfen, als es die anderen tun. Sei lustig und lacht. Sie kann mich nicht erinnern, wann der Bundeskanzler sich das letzte Mal über Kunst und Kultur geäußert hat. Man kann das Haus schwer attraktiv machen, wenn immer die Fenster fast auf die Straße fallen. Natürlich spielt in erster Linie eine Rolle, was auf der Bühne stattfindet. Und nicht mit welcher Farbe die Fassade gestrichen ist. Aber mit rund 1000 Sitzen ist es ein Riesenhaus und das muss gefüllt werden. Mutiges Theater muss scheitern können. Es ist nicht lustig hier zu spielen, wenn nur 200 Leute da sind. Rund 300 Vorstellungen im Jahr bietet das Wiener Volkstheater seinen Zuschauern. Das Haus ist ein Repertoirehaus mit etwa 260 Mitarbeitern und nimmt seine Aufgabe als volksnahes Theater ernst, auch wenn nicht jedes Stück im Spielplan dieses Versprechen hält. Im Moment laufen die Proben zu Karl Kraus, die letzten Tage der Menschheit. Aber durchgehen. Der deutsche Regisseur Thomas Schulte-Michels probt mit 12 Schauspielern aus dem Ensemble des Theaters. Verstanden. Kann nicht zugebaut werden. Genau. Verstanden? Mhm. Okay. Ja, reiner Darwinismus. Achtung, Rudi! Bis jetzt wurde auf der Probebühne am Rande der Stadt gearbeitet. Heute dürfen die Schauspieler auf die Hauptbühne im Volkstheater. Zum ersten Mal in dieser Produktion beginnt man zu spüren, wie das Erprobte im Saal wirkt. Es geht aber auch um Organisatorisches. Wo liegen meine Klamotten und das haben Sie ja gesehen, Requisiten einrichten. Wo stehe ich, wo bin ich, wo gehe ich hin, wo verschwinde ich wieder? Das ist eigentlich hauptsächlich das, was für uns alle Beteiligte auf so einer Probe zunächst mal zu klären ist. Das ist, läuft unter Info. Und jetzt! Das Wiener Volkstheater wird zum wiederholten Male zur Geburtsstätte eines neuen Stücks. Ein Ereignis, das alle Mitarbeiter des Hauses fordert. Es wird ja dann spannend, wenn sozusagen, wenn der Direktor in die letzten Proben reinkommt oder halt die erste Probe sieht. Da wird es ja dann eigentlich haarig. Mitbürger, wir führen einen heiligen Verteilungskrieg für Macht. Also bitte schauen Sie auf uns. Der Autor Karl Kraus hat sein satirisches Werk in seiner ursprünglichen Fassung als unaufführbar bezeichnet. Nicht nur wegen seiner ungeheuren Länge, sondern vielleicht auch wegen der emotionalen Beanspruchung. Ich will so sagen, es ist Absicht, damit man sich überhaupt noch darauf einlassen mag. Wir behandeln da Vergangenheit und ziehen sie in die Gegenwart und stellen sie dieser Gegenwart gegenüber, die ja mehr als komplex ist, wie wir wissen. Und wir sind hinterher erschöpft. Wenn ich das richtig in meinem Kopf habe, sind das ungefähr 220 Szenen. Und 500 Akteure. Und wie der Kraus das ja wohl selbst mal gesagt hat, bevor er die Bühnenfassung gemacht hat, unaufführbar. Jeder kennt's und die wenigsten haben es gelesen. Also ich glaube, von uns ist der Einzige, der es gelesen hat, ist, glaube ich, der Schulte-Michels. Der hat sich durch die 800 Seiten durchgeschlagen und hat es wahrscheinlich 5-mal an die Wand geknallt. Wie es der Rückzug abschneidende, die Glorie... Kannst du noch mal die Glorie, Und ich glaube nicht, dass man aus jedem Telefonbuch einen spannenden Theaterabend machen kann. Aber hier gibt es ja hochtheatrale Vorlagen innerhalb dieser 500 Szenen. Und der Direktor hofft inbrünstig, dass er jetzt hoffentlich damit einverstanden ist, was er da sieht. Und wenn das halt nicht so der Fall ist, dann bespricht man das. Aber im Grunde genommen
kann man nicht sehr viel mehr machen als Direktor, außer bestärken und liebhaben. Und man kann eine Inszenierung nicht umdrehen, das kann man nicht. Bekannt und doch kein Allerweltstück, das hier am Wiener Volkstheater gerade entsteht. Entspricht diese Literatur der Idee eines Theaters für das Volk? Ich finde es bedenklich, dass so eine große Aufmerksamkeit über einen Krieg, der 100 Jahre vergangen ist. Ja, wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit. Und ich kann mich nicht erinnern, wann wir in den letzten 40 Jahren so ein Augenmerk auf die Gegenwart gelegt haben. Es tut mir Wahnsinn, 1940, hallo? Das hat ja irgendwann mal die politische Relevanz von die Schlacht um Waterloo. Machen wir darüber Stücke, nur weil sich das verdammte Jahrhundert wieder füllt. Und wir haben halt so viel zu tun. Wir haben so viele Dinge, die da abgehen und denen wir nicht gerecht werden können, weil kaum ist dieser Oschi gestorben vor 100 Jahren, dann geht der da wieder. Wir sind andauernd irgendwann welchen Denkmalpflegen dran. Es ist dem Dichter Ludwig Anzengruber, dem Industriellen Felix Fischer und Sesselfabrikant Franz Thone zu verdanken, dass Ende des 19. Jahrhunderts ein neues Wiener Theater für das Volk entsteht. 1889 bei der Eröffnung war das Volk ein Gegengewicht zu den reichen Bürgern, zu den Adel. Das Burgtheater, die Josefstadt. Und jetzt sollten einmal billigere Karten, keine Logen, schöne große Ränge und trotzdem prachtvoll. Das hatte damals ja einen Grund, Volkstheater. Aber ich kann die Verantwortung nicht übernehmen. Aber ich schon. Geben Sie her. Also dann, wie schießt man? Na ja, so. Jetzt haben wir den Salat. Da, jetzt ja, haben wir's! Was wollen Sie denn haben? Bitte, das ist doch interessant. Das wollen die Leute sehen. Ja. Je radikaler die Kunst ist, je radikaler ein Weg ist, desto mehr hat es auch Chancen auf Erfolg. Das mal prinzipiell gesagt. Also ein Publikum zu unterfordern, ist die größere Sünde, als es nicht zu unterfordern. Diese Gratwanderung zwischen einem Anspruch zu haben, diese Unterhaltung und dahinter auch eine Haltung zu haben, und dann trotzdem dieses Haus zu füllen. Um das Haus zu füllen, muss man den heutigen Zuschauer analysieren, wissen, wen man anspricht. Wer ist der Volkstheaterbesucher? Der klassische Volkstheaterbesucher ist über 50, mit Tendenz hinunter, aber auch mit Tendenz, also um die 50, das ist schon ganz gut, ist weiblich seltsamerweise ein Kurierleserin. Aber der Auftrag eines anspruchsvollen Theaters ist mehr als für den statistisch erfassten Zuseher zu spielen. Was ist die Rolle des Volkstheaters in der Zukunft? Und das ist eben genau nicht die Boulevardisierung unseres Angebots, nur damit die Kasse stimmt. Kürzlich aufgenommen, Probenfoto, ja. Heißt es, dass sie intellektuell jetzt so gebildet ist, dass sie Theater spielt? Nein. Das Fräulein Emma hat sich erst vor kurzem bei unserem Dilettantenverein beworben. Ich werde es der Emma austreiben. Geheiratet wird und nicht Theater spielt. Vielleicht finde ich ein Stück, das politisch absolut korrekt ist und herzeigbar ist, ja sogar fast zwingend ist und aber auch die Kasse füllt. Und im anderen Gegenschluss könnte man ja auch sagen, es wäre irgendwann mal nett, wenn irgendjemand von diesen neuen Autoren, die ihre halbbackenen Stücke da auf den Markt werfen, es ist wirklich so öde, es hat keiner was, irgendwie eine Ahnung von einem well-made Play, die Scheiße, die wir da in die Hand bekommen, Herrgott, Donnerwetter, ich kriege echt Zustände, nein, es ist echt mühsam. Und da denke ich schon auf der 10. Seite, wer zum Geier will das sehen? Es wird keiner kommen. Ich glaube, das Theater ist ein ganz wesentlicher Bestandteil sozialen Zusammenlebens. Und so gesehen ist das Volkstheater auch ein ganz wichtiges Theater, weil es tatsächlich auch zur politischen Debatte einlädt. Ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden, dass der Jugend ihre Freude. Volksgenossen, diese Gruppe mit dem nichtdeutschen Namen Comedian Harmonis wird hier in München heute zum unwiderruflich letzten Mal auftreten.
Diejenigen unter Ihnen, die auf diesen Pseudo-Kunstgenuss verzichten wollen, haben jetzt die Gelegenheit, den Saal zu verlassen. Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland wird das Volkstheater der NS-Organisation Kraft durch Freude unterstellt. In den Direktorensessel setzen die Nazis Walter Bruno Ilz, der ihnen als Theaterdirektor von anderen deutschen Theatern bekannt war und von dessen Direktion man sich jetzt Linientreue erhoffte. Der wollte Theater machen, der hat das recht geschickt gemacht. Er hat sich durchlaviert. Und das ist sicher schwer gewesen. Es ist schwer, ein Theater in solchen Zeiten, wo die Kunst sozusagen nicht mehr frei ist, wo man sehr genau hinschauen muss und hinhört, um durchzulavieren quasi. Aber durchlavieren heißt nicht mutig sein. In Wirklichkeit darf man es gar nicht machen. Und trotzdem sage ich, bitte Mund halten, wir wissen nicht, wie wir reagiert hätten. Heute ist es mit der vollen Hose leicht stinken, zu sagen, das darf man nicht. Ich sag's halt jetzt, ja? Dem Volkstheater blieb ein Besuch des Führers erspart. Allerdings wäre man darauf vorbereitet gewesen. Die große Loge rechts im ersten Rang wurde 1938 umgebaut. Zwei tragende Säulen entfernt, um dem Führer einen uneingeschränkten Blick auf die Bühne zu gewähren. Nicht jedes Bühnenwerk ist geeignet, um mit dem Publikum in einen demokratischen Dialog zu treten. Um das Theater zu füllen, muss man die richtigen Stücke wählen. Sie zu kennen reicht nicht. Man muss in Wien sogar um sie kämpfen. Ein spannender Spielplan beinhaltet Uraufführungen. Auch hierbei hat es das Wiener Volkstheater nicht gerade einfach. Es ist gar nicht so leicht, eine Uraufführung zu bekommen. So, dann muss man am Markt der Verlage ansässig sein und sagen, man will jetzt, sagen wir mal, eine Jelinek-Uraufführung. Also, die kriegen wir sowieso schon mal nicht. Trotzdem muss ein Publikum angelockt und verführt werden. Brechts beliebte Drei-Groschen-Oper in der Inszenierung von Michael Schottenberg zum Beispiel sorgte bei Presse und Publikum für Aufsehen. Und du, was hast du zu Hause für Wäsche an? In mein Zimmer kann ich niemand einladen. Meine Tante ist mannstoll. Aber in den Hauseingängen geht's ab. Ich hab ganz normale Wäsche an. Oh, wie aufregend. Da muss ich doch direkt mal auf der Bildfläche erscheinen. Wo ist Jenny? Jenny! Du auch. Wie alt bist du? 14, Mac. Und du? Auch 14. So. Dann sind also diese beiden Ärsche zusammen 28 Jahre alt. Genau so lange bin ich schon in diesem Geschäft. Ja. Ich glaube, dass Theater nicht, also gutes Theater nicht von Haus aus auf Skandale und Schlagzeilen aus ist. Aber Theater braucht Aufmerksamkeit. Das war ein Skandal wegen etwas anderes. Das war, glaube ich, auch eine Sichtweise, diese Schonungslosigkeit, dass man jetzt da nicht mit Rüschen und Gamaschenschüchchen da irgendwie eine erotische Szene hingestellt hat, sondern dass es einfach frei verfügbar war. Man hat gesehen, was man bekommt, man geht ins Puff und da waren die Ladies nackt da. In einer Zeit, die jetzt vergangen ist, leben wir schon zusammen. Also in dem hat man sich gestoßen, und zwar derart, dass es bis nach Deutschland zu Bild gegangen ist. Also ich meine, als ob niemand auf der Welt Brüste hätte, geschweige denn sonst noch irgendein Geschlechtsorgan. Naja gut, aber so, es hat geholfen. Gut. Die Menschen sollen nur raufen nach der Vorstellung. Sollen sich nur wirklich, also zwischen Bu und Bravo ist wunderbar. Ein Autor, der bis heute polarisiert, ist Bertolt Brecht. Er spielte schon früher eine wichtige Rolle in der Geschichte des Wiener Volkstheaters.
Brecht war durch die Nazis staatenlos geworden. Als man ihm die österreichische Staatsbürgerschaft quasi unter der Hand vermittelte, kam es zum Eklat in der heimischen Öffentlichkeit. Man warf ihm vor, Sympathisant des Kommunismus zu sein. Daraus entstand der Brecht-Boykott, ein Verbot, Werke von Brecht zu spielen. Die Kirche, ist das Volkstheater, na, da war ja eine sehr andere Stimmung noch. Man muss immer denken, was in den 60er Jahren, was da in der Stadt für eine muffige Stimmung war. Die ganz langsam erst, es kam wirklich mit Kreisky, ja, eine andere Luft in dieses Land, in diese Stadt auch. Der Epp, unter dem, dessen Regime das ja passiert ist, also 63 Neff, Courage, erstmals dann wieder aufgeführt, nachdem es von Thorberg und Weigel und Konsorten verfemt wurde. Der hat ja von sich gesagt, das Volkstheater ist das unter Anführungszeichen mutigste Theater Wiens. Epp, der Wunderbare, der ja wirklich also sicher einer der couragiertesten war, den beneide ich oft. Auch andere beneiden ihn. Weil der konnte ja noch etwas machen, wo die Leute aufgejault haben, geschrien haben. Ja, womit sollen wir denn heute die Menschen provozieren? Der hat halt mit die besten Volksstücke überhaupt. Sein Buntila, sein Baal, seine Dreigroschenoper, die Courage. Was sind das der Ui? Was sind das für theatrale Stücke? Und das ist genau die Mischung, die ihn auch so unglaublich auszeichnet. Ja, aber trotzdem muss ich hier was damit anfangen können. Und ich habe beim Brecht immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt bald ein Bier. Lass mir den Kaffee, gib dir doch endlich eine Flasche. Ich habe beschlossen, meine Schlüssel zu feiern, die ich einmal getrunken habe. Weil sie unabänderlich sind. Zum Unkrankerl. Er muss gespielt werden und in ganz verschiedenen Spielarten. Das ist so wichtig. Nur bitte kein Brecht-Stil. Scheue keine Mühe und Plag, zu wenig Stunden hat der Tag. Das Fest, das steht am Rhein, die Wacht, hab ich die Nacht zum Tag gemacht. Das Theater an sich ist doch ein unglaubliches, zauberhaftes, ganz wichtiges Spektakulum, wie es früher geheißen hat, um eine Brücke zur Wirklichkeit zu schlagen. Um das zu ermöglichen, braucht es einen funktionierenden Theaterbetrieb. Und der kostet Geld. Bühnentechnisch sieht sich die Mannschaft des Volkstheaters immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Allen voran der technische Leiter des Hauses, Michael Meierhofer. Was denken noch eins? Drei Stück fehlen. Wenn die nicht da sind, müssen wir es nachbauen lassen. 17er genannt, dann tut es zusammenschieren, ist wurscht. Können wir es auch machen, ja. Das Problem hier, was wir haben, dass wir eine große Bühne haben, aber leider eine kleine Hinterbühne und sehr, sehr wenig Platz. Das Problem ist, dass wir 5, 6 bis 7 Stücke hier auf der Hinterbühne lagernd haben. 1980, 81 war die letzte Generalsanierung des Volkstheaters. Und der Großteil, ich sage jetzt mal 80% der Bühnentechnik, stammt noch aus dieser Zeit. Wir leben mit einem sehr kleinen Budget. Speziell jetzt pro Stück. Wir haben so ziemlich so 500 Euro nur Budget pro Stück, was wir bekommen. Mit denen müssten wir eigentlich durchkommen. Und das ist halt schon ein bisschen eine harte Geschichte. Ich schieße zeitweise drüber, ist logisch, geht auch nicht anders. Aber im Grunde genommen sind es 500 Euro, was ich habe zur Verfügung pro Produktion. Aber nach all der Zeit, finde ich, müsste das von draußen irgendwie mit aufgeholt werden. Es müssen die Räume und die Fenster, und es gibt eine ganze Liste, was zu tun ist, müsste mit nachziehen können. Weil auf der Bühne hat einiges stattgefunden, das eine größere Zuwendung verdient hätte. Wenn man sich den Etat hier anguckt, mit dem man auskommen muss, wenn man sich den Etat der Josefstadt anguckt und wenn man sich dann darüber den Etat der Burg anguckt, dann ist die Budgetschere zwischen den einzelnen Theatern gewaltigst. Auf der anderen Seite ist die Kritikschere
zwischen den einzelnen Theatern, so wie sie kritisiert werden, nicht analog zur Budgetschere. Das heißt, das Theater, was am schlechtesten ausgestattet wird, wird mehr oder weniger nach den Kriterien der ersten beiden auch bemessen. Darüber sollte man mal nachdenken. Hätte ich alles Geld der Welt, mir würde nicht viel mehr einfallen. Ein nicht qualitätsvolleres. Sage ich ganz ehrlich. Premierentag. Die Proben zu den letzten Tagen der Menschheit sind vorbei. Nach 125 Jahren hebt sich auch heute wieder der Vorhang für das Publikum und man steht in der Verantwortung des Hauses. Und die fordert von den Theatermachern, jeden Tag neue Träume für sein Publikum zu erschaffen und damit die Gesellschaft zu bereichern. Also wenn ich aus meinem Leben alles abziehen müsste, was ich an Schönem, an Wichtigem, an Bleibendem, an Aufregendem, an Spannendem im Theater erlebt habe, dann wäre mein Leben, also mein reales Leben, um sehr viel ärmer. Der Endzweck aller Künste ist das Vergnügen. Ja, also bitte, das müssen wir alles beherzigen am Theater. Man hofft sich als Theatermacher, dass das Publikum um diese paar Millimeter größer oder reicher, beschenkter das Theater verlässt, als es hereingekommen ist. Das ist die Grundhoffnung. Also man will etwas mitgeben, entweder Gedanken oder eine Stimmung oder einfach Freude. Also, was soll das Volk im Theater? Ich würde sagen, relativ einfach wiederkommen. Hallo. Im Namen, in Vertretung der Direktion Heilanstalt Volkspavillon heiße ich Sie willkommen in diesem rot-goldenen Salon. Wir verdanken es dem einst hier ansässigen Herrn Karl Kraus, dass er nicht nur für dieses Theaterhaus ein Drama hat ersonnen und konstruiert, das von uns akribisch einstudiert und nun zur Aufführung wird präsentiert.